sich den Markt an B-Vitaminen anschaut, ist es ja schier unüberschaubar. Es gibt ganz viele Kombinationspräparate, wo alle B-Vitamine so meist im 100%igen Tagesbedarf enthalten sind. Es gibt Einzelvitamine im Tagesbedarf bis hin, wir haben es beim B12 gesehen, zum mehrtausendfachen Bedarf. Und wir haben Kombinationen, wo einzelne Vitamine B6, B12, Folsäure zur Homozysteinsenkung zusammengefasst worden sind oder auch B1, B6, B12 in einer relativ hohen Dosierung zur Behandlung von Nervenerkrankungen. Ja, wie soll sich der Laie da zurechtfinden? Was ist für ihn sinnvoll? Was sollte er denn da tun? Macht Sinn, für jeden ein Kombinationspräparat zu nehmen oder nur bei bestimmten nervlichen Belastungen? Die B-Vitamine werden generell als Nervenvitamine angesehen. Kann man das zur Nervenberuhigung auch nehmen oder wirklich nur bei richtigen Nervenerkrankungen? Hilf uns da doch nochmal ein bisschen weiter. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ein fast unübersehbarer Wust an Präparaten mittlerweile von jedem Hersteller. Fast jeden Abend in irgendeinem Werbespot kommt irgendein Multivitamin, vor allem der B-Gruppe, wegen Müdigkeit und eben Nerven und Stress und so. Das ist unglaublich. Und es ist genauso ein bisschen dieser Spagat. Das eine sind Multipräparate, die von allem eine Tagesdosis, also eher niedrig dosiert sind, und dann eben so hochdosierte spezielle Kombinationen, die vor allem B6 dann eben sehr hoch haben. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil in den meisten Zulassungsbedingungen lustigerweise B6 sehr hoch dosiert werden darf, zum Beispiel B12 bisher nicht. Ein hochdosiertes Präparat sollte definitiv nur genommen werden, wenn eine Fachperson mit im Boot ist und eine Beratung macht, dass das wirklich Sinn macht. Würde ich einem Laien nicht empfehlen, ein wirklich hochdosiertes, spezialisiertes Präparat zu nehmen. Das ist für mich indiziert dann, wenn eben notwendig, und dann sollte das auch durch eine Fachperson entsprechend empfohlen und ein bisschen auch überwacht werden, was die Dosis angeht. Zu diesen, naja, Multi-B-Komplexen, die es eben auch überall so gibt, da könnte man diskutieren, die haben schon so ein bisschen eine, naja, Nerven- oder psycheberuhigende Wirkung. Das kann man denen schon zuschreiben. Ist vor allem das B6 wahrscheinlich, wo das da macht. Da spricht sicher nichts dagegen, wenn man so ein bisschen Stress hat und sich nervös fühlt vielleicht und so ein bisschen Unterstützung braucht. Dann kann man einen normalen dosierten B-Komplex nehmen. Da ist das Risiko einer irgendwelchen Hochdosierung praktisch nicht gegeben. Ich würde aber auch nicht meinen, dass die Menschheit die B-Vitamine 365 Tage im Jahr braucht. Also das ist dann einfach mal eine Packung nehmen und dann ist auch mal wieder gut. Also das ist jetzt für mich nichts, wo ich der Meinung bin, da muss man dauerhaft und länger geben, wie jetzt vielleicht beim Vitamin D es öfter mal vorkommt, dass man da eigentlich eine Regelmäßigkeit braucht. Sehe ich jetzt bei den B-Vitaminen auch nicht, aber indikationsbezogen, müde, Stress, leistungsschwach, einen einfachen B-Komplex macht Sinn. Hochdosierte Einzel- oder wenig Komplexe eigentlich nur, wenn es ist. Wenn es Homocystein nicht erhöht ist, muss ich keinen Homocystein-Cocktail nehmen. Weil eben, im dümmsten Falle steigt mir das B6 in zu hohe Mengen an. Okay, also wenn ich nochmal so zusammenfassen darf, in der Selbstbehandlung, Folsäure, wenn eine Frau schwanger werden möchte, ist nie ein Fehler. Ja. Wenn eine Frau eine Pille genommen hat und die absetzt, auch da mal ein Kombinations-B-Präparat zu nehmen, ist auch nicht verkehrt. Bei bestimmten nervlichen, bei Stressbelastungen mal für eine Zeit ein B-Komplexpräparat zu nehmen, ist auch nicht verkehrt. Jeder Veganer sollte unbedingt sein B12 in der Tagesdosis nehmen. Übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, auch der Ovo-Lacto-Vegetarier liegt oftmals mit dem B12 eher so grenzwertig. Der macht also auch nichts verkehrt, das mal zu messen oder im Zweifel auch einfach nur zu nehmen. Und ansonsten, gerade in der Hochdosis-B-Vitamintherapie bei richtig schweren Nervenerkrankungen, sollte eigentlich immer jemand damit draufschauen, der wirklich Erfahrung damit hat und die Therapie gut steuern kann. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Prima.